Hallo, willkommen zurück bei Deponia 4. Ich glaube, letztes Mal stand ich ein bisschen auf dem Schlauch, kann das sein? Weil mir ist in der Zwischenzeit eingefallen, ey, wir haben hier Alu und wir haben hier Stroh. Da können wir doch bestimmt einen schicken Hut draus basteln, oder? Ha! Sehr gut. Voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Guck an, dann haben wir das doch hingekriegt und sind jetzt schon einen Schritt weiter. Ich habe mir nämlich schon überlegt, könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet, wenn ich so eine Folge, also so 20 Minuten, so gar nicht weiterkomme, so überhaupt nicht und nichts hinkriege. Dann habe ich mir überlegt, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn ich dann, aber nur in dem Fall, mal ohne euch weiterspiele und bis ich zu irgendwas komme. Weil sonst wird es mir dann doch, glaube ich, auch zu öde und zu frustrierend. Habe ich mir so überlegt, könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Im Moment trifft es ja nicht zu, weil wir kommen ganz gut weiter. Also nur für den Notfall habe ich mir das so als Idee schon mal zurechtgelegt. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet. So, wir haben jetzt einen Aluhut. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wer kann die denn gebrauchen? Und da dachte ich mir, ich probiere da mal hier die Ratsmitglieder aus. Wenn wir denen einen Aluhut aufsetzen, vielleicht kommen die dann ja dazu. Also wenn dann die Zeit gleich zurückgesetzt wird, dann sehen die vielleicht ein, dass wir dringend hier was ändern müssen. Mal sehen. Wir probieren es hier einfach mal aus. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Schrittweise, verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Die Hände eingefettet, ja gut. Ach ja, wie süß. So. Ich probiere hier einfach mal die Ältesten durch. Irgendwer wird damit hoffentlich was anfangen können. Also richtig gut sieht das nicht aus, was der da macht. Mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Okay. Dann gehen wir hier noch einen weiter. Hier saß ja auch einer. Hier ist noch genau. Hier ist die Wurstmaschine noch. Da können wir noch nichts mit tun. Irgendwer braucht jetzt hier einen Aluhut. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Ich Trottel wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Nicht im Dienst. Können wir hier irgendwas in Drink mixen oder da so? Da schwimmt tatsächlich bereits ein bisschen Haut obendrauf. Okay, so nicht. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Können wir dir einen Drink spendieren? Ein Drink gefällig? Nein, danke. Ich habe noch. Ja, das stimmt. Ja gut, dann der auch nicht. Mensch, ich war mir so sicher, dass jetzt irgendwer... Aber einen haben wir ja noch. Oben. Vielleicht ist der ja auch... Der ist schließlich oben im Ältestenrat. Vielleicht zählt das ja als... Ich bin im Dienst, wer weiß. Ältester Quarter. Okay. Vielleicht klappt es ja jetzt, weil sonst bin ich schon wieder überfragt und wir müssen wieder ein bisschen rumprobieren. Aber das würden wir zur Not ja auch tun. Was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel. Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen. Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Tja, so nicht. Können wir vielleicht hier irgendwie das da mit einbauen? Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Oh. Tja, toll. Will also keiner meinen Aluhut haben, oder was? Was mache ich denn da? Ah, du schon wieder. Was gibt's? Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Okay. Hat aber scheinbar gerade nichts geändert. Vielleicht können wir ihm nicht die Haut irgendwie abziehen?
Danke für nichts. Keine Ursache, das ist mein Job. Können wir dir irgendwie einen Drink anbieten? Du siehst aus, als wäre dir warm. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Ja, okay, dann eben nicht. Ha. Echsenhaut. Das geht so wahrscheinlich nicht auch nicht. Alles, ne? Wird besser mit Haut. Im Grunde gilt das nur für Pudding, Huhn und vielleicht noch Muskelgewebe. Mhm. Können wir, Henna und Henna, können wir das auch nicht geben wahrscheinlich, oder? Hier waren die. Bling. Henna, Henna. Wie wär's mit ein bisschen Alu? Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Ah, nicht schon wieder. Bla, 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 bla. Genau. Und wenn ich's Tenna gebe? Nein, danke. Und ich hab Tenna gefragt. Ja, gut, dann eben nicht. Hm. Tja. Was kann ich denn dann mit dem blöden Aluhut machen? Huh. Höchstens vielleicht... doch nochmal in der Fun-Zone? Aber wenn das in der Fun-Zone nicht klappt, dann wären wir da ja wieder von vorne dran und müssten das alles nochmal machen. Gut, könnte man zur Not ausprobieren. Ich versuch's einmal noch hier mit Ulysses. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert. Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck ja. zu genutzen. Okay, das hatten wir auch schon. Kann ich hier die Echsenhaut... Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. Ja, okay. Kann ich hier den Drink damit irgendwie... Wieso? Ja. Das ist doch noch... Tja, gut. Mensch, da war ich so froh, dass ich zwischen den Aufnahmen eine Idee hatte hier, wie es weitergehen könnte und habe ich schon wieder gerade keine richtige Ahnung. Die Taste Rot kriegen wir da auch nicht hin. Da ist noch Musik drin. Ja, ja. Leider kenne ich. Hiermit auch nicht. Das habe ich ja auch alles schon versucht hier. Mensch. So. Dann würde ich vorschlagen, wir probieren es einfach nochmal in der Fun-Zone. Oder warte mal. Nochmal eine andere Idee. Der Typ war ja am wenigsten abgeneigt irgendwie. Also der hatte irgendwie es gesagt von eingefetteten Händen, ne? Kann ich irgendwie hier die Streicheltiere manipulieren? Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich... Okay, so nicht. Kann ich denen hier was zu trinken spendieren? Dafür brauche ich... und ein... auch nicht. Ach, guck mal hier, die zittern ja jetzt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kann ich denen einen Aluhut aufsetzen? Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment. Na komm, dann streicheln wir die hier einfach nochmal. Wie süß. No. No. Tja, und hier? Okay. Sonst geht hier noch nichts. Und hier brauche ich... Das kann ich auch nicht einfach so benutzen, ne? Da fehlt mir hier noch was. Genau, Datasettenschlitz. Da kann ich jetzt auch nicht einfach hier eine Suppe reinkippen und man dann... Man füllt keine Flüssigkeiten in Datasettenschlitzen. Das macht man nicht. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Na gut. Also... Ich versuch's hier nochmal. Was hast du mir hier gesagt? Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere, wenn du schrittweise verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Okay, nur mal so testweise. Ich glaube, dass das die Standardantwort von ihm ist bei allem, was wir ihm geben. Kann das sein? Was? Ja, okay. Dann ich hab... Kann ich denn irgendwie mit irgendwas hier mit Ulysses Helm? Kann ich, wenn ich... Der Typ da oben, der guckt doch immer runter. Da könnte ich doch mit dem Helm meine Stimme vielleicht verstellen. Dann ich... Also bei dem nicht, das war klar. Aber hier im Spa-Bereich... Wenn ich hier jetzt sage... Mit dem Helm hier Ältesten unüberzeugen, klappt das vielleicht.
Bleib mir mit deinem Firlefanz. Ich bin nicht. Ja, okay. Hier ist auch einfach nichts zu tun. Irgendwelche Aufkleber, die sagen mir hier aber gerade noch nichts. Sauna war geschlossen. Tja. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Tja. Ich gehe jetzt hier nochmal lang. Du sagst, du bist auch nicht im Dienst. Kann ich mir eine Aluwurst machen? Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Ja, das habe ich mir gedacht. Pass auf, dann gehen wir jetzt erst nochmal runter zum, hier in den Schleusenbereich. Und reden hier noch einmal mit McChronicle. Und fragen ihn mal, was er hier von dem Aluhut hält. Kannst du Gol beim nächsten Mal diesen Aluhut geben? Wie denn? Ich werde ihn dann doch noch gar nicht haben. Ja. Deine Ausreden waren auch schon mal lustiger. Ja, das stimmt. Tja. Aluhut. Bei wem macht es denn Sinn, dass der sich dran erinnert? Hier gibt es sonst auch einfach nichts, was wir machen können. Ja gut, ja, dann nutzt du nichts. Dann gehen wir nochmal hier in die Funzone. Ja. Unser Rufus sieht auch so aus, als hätte er schon richtig viel Spaß hier gehabt. Tja. Blubbern. Hier kann man nur blubbern. Kann ich. Auf mein Inventar kann ich gar nicht zugreifen. Na gut. Dann blubbern wir hier mal ein bisschen rum. Okay. Der übliche Kram. Hier, komm, wir machen einmal noch hier das komplette Programm. Ich glaube aber ehrlich gesagt, nicht, dass das irgendwas bringt. Da kommt Feuer. Hallo? Hä? Irgendwie ging es gerade noch nicht. Komisch. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, kann ich auch nicht. Überspringen. Ja, vielleicht überspringe ich das auch gleich einfach. Weil so spannend ist das jetzt hier nun auch nicht. Andererseits will ich mir gerade selber beweisen, dass ich dieses Mal vielleicht ein bisschen besser bin als beim letzten Mal. Da war ich nicht ganz zufrieden mit meiner Leistung. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir den einen fehlenden Punkt hier doch irgendwie noch hin. Andererseits ist das mehr als unwahrscheinlich. Da. Komm her, du Blag. Hier, tschüssi. Hui. Meine eigenen Bälle kann ich ja auch nicht benutzen. Aua, wer war das denn? Hallo, wo bist du? Wo? Da, komm her. Zack, Feuer. Huch. Okay, Zeit um. Funzone verlassen kann ich noch, aber nee, komm. Wir machen es einmal ordentlich. Hier komme ich auch nicht in mein Inventar. Tja, das ist ärgerlich. Ach, Mist. Na gut, der Schlag wird wieder nichts. Das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach, da die richtige Markierung zu treffen. Aber wir kriegen das schon hin. Zumindest zweimal habe ich es ja schon geschafft. Dann wird das dritte Mal auch gleich gehen. Ja, ist ja gut. Ich würde dir gerne einen Aluhut aufsetzen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. So, nochmal versuchen. Na, Mist. Na komm. Galopp, galopp. Komm, versuch's noch von der anderen Seite. Nein, das war ja noch schlechter. Ja, ist ja super hier. Ja, komm. Zack. Zack, zack. Beeil dich. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ja, kann ich sogar. Okay. Davon werde ich mal Gebrauch machen. Weg. Komm, hier nochmal. Wieder nicht.
Okay, wenn man so abbrechen kann, dann geht's hier einigermaßen. Ey! Ich war immer noch zu spät. Jetzt vielleicht? Ja! Okay. Dann wird das jetzt auch funktionieren, schätze ich. Also, zack. Hier wunderbar. Noch ein paar Punkte sammeln. Und wir sehen noch einen schönen Regenbogen. Oh. Okay. Och Mensch, Rufus. Und das Autorennen. Aber wenn das... Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ich glaube nämlich eher nicht. Hier komme ich nämlich auch nicht ins Inventar. Und hier kann ich auch nur noch Gas geben. Also komm. Los geht's. Nee, außer Gas geben kann ich hier nichts tun. Also los. Dann machen wir das einfach. Und dann bin ich gespannt. Dann kommen wir bestimmt wieder auf 9999 jetzt. Na komm. Na bitte. Tja. Jetzt bauen wir noch einen Unfall. Wir kennen das ja alles schon. Und dann bin ich gespannt, was mit dem Aluhut... Was mit dem Aluhut ist. Können wir ihm jetzt den Aluhut abgeben? Rufus! Was sitzt du denn da rum? Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Sag bloß. Es ist natürlich ein Chronicle, nicht zum ersten Mal für dieses Leben. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen. Ja. Und warum regt er sich so auf? Wir sind in einer Zeitschleife. Nichts kann daran etwas ändern. Wie ärgerlich. Ich verstehe zwar kein Wort, aber es klingt irgendwie ernst. Ja, ja, ja. Ich erkläre es euch in der nächsten Runde. Nächste Runde? Was meinst du mit... Schade. Da konnte ich also auch nichts ausrichten. Irgendwas muss ich doch mit dem Aluhut machen. Das ist doch so offensichtlich. Oder ich muss irgendwie dafür sorgen, dass Gold stehen bleibt und sie dann mit dem Aluhut... Kann ich denn hier Ulysses Helm mit Terminal? Geht das denn? Das geht! Ist nicht wahr. System verbunden. Ist nicht wahr. Willkommen, Herr Oberkontrollrat. Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fitzige Atompilz-Symbol. Ach, wie schön. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Aha. Ich drück einfach mal auf Weiter. Aha. Komm her, hier. Ja? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytes nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hierbleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil? Hahaha. Och, nee, komm. Ich muss erst andere Sachen ausprobieren. Komm. Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein! Ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hierbleiben sollte? Ja, weil... Weil ich es verbiete! Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hierbleiben sollte? Ja, gibt es, weil... Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem, die Verlobung mit Cletus war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hierbleiben sollte? Ja. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Na dann?
Oh, Code eingeben? Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Ich wusste, dass du blöffst. Hm. Mach's gut, Dad. Okay, schade. Verdammt, das sah eigentlich vielversprechend aus. Mit den richtigen Notfallcodes könnte ich sie bestimmt überzeugen. Dann ist jetzt nur noch die Frage, wie wir an die Notfallcodes kommen. Das werden wir versuchen herauszufinden, und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusauen. Ja, vielen Dank fürs Zusauen. Nein, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und beim nächsten Mal, ja, kümmern wir uns darum, dass wir an die Codes kommen. Weil dann mit Codes und mit Aluhelm, das könnte doch was werden. Okay, wir sehen uns dann. Bis bald, Freunde. Tschüss.